Matthias Mattes Maurer ist am vergangenen Montagabend im Alter von 92 Jahren verstorben. Er war der Spieler des Vereins mit den meisten Einsätzen und seit 71 Jahren im Leben. Er verkörperte wie kaum ein Zweiter die bewegte rot-weiße Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Mattes, wie die meisten nannten, war äußerst beliebt, weil er stets bescheiden, geradlinig und fair, zugleich aber kompetent, herzlich und humorvoll auftrat. So war seine Freundesschar riesig und er immer ein gern gesehener Gesprächspartner und Mitstreiter. Mit ihm geht ein großes Stück Geschichte verloren. Fortuna Düsseldorf verneigt sich vor Mattes Maurer und wird ihm ein ehrendes und würdiges Andenken bewahren. Die Gedanken aller Fortunen sind bei ihm. Das Mitgefühl gilt seiner Frau Marianne, seiner Familie und allen, den Kranken, Lieben und Schätzen.